Fünf Dinge, die ich nicht mehr kaufe, weil ich sage, ey, es lohnt sich absolut nicht. Moin ihr Lieben, ich bin Katharina und es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Als allererstes kaufe ich keine Kosmetik mehr mit Tierversuchen oder Mikroplastik. Fangen wir mal mit dem Mikroplastik an. Mikroplastik ist super schädlich für die Umwelt, gerade in Duschprodukten ist oft Mikroplastik enthalten. Und klar, ich bin ein Verfechter von aufbrauchen und nicht wegschmeißen, aber da sehe ich es ein bisschen anders. Denn Mikroplastik landet in der Umwelt und im Grundwasser oder allgemein im Wasser, in der Kanalisation und das ist sehr, sehr schädlich, wenn man Duschprodukte mit Mikroplastik verwendet. Deswegen sehe ich das da anders. Da dann lieber wegschmeißen, da es so in dem Fall vernünftig entsorgt wird und eben nicht der Umwelt nochmal schadet. Bei Kosmetik mit Tierversuchen sehe ich das ein bisschen anders. Lieber Kosmetik aufbrauchen, weil man hat sie ja schon, die Tiere mussten ja schon leiden und dann sagen, man kauft in Zukunft andere Dinge und sucht sich eine tierversuchsfreie Alternative. Genauso ist es auch, wenn man sagt, ich möchte aber nicht darauf verzichten, ich liebe dieses Produkt, gerade bei vielleicht Lidschattenpaletten oder ähnlichem. Das habe ich auch mal gemacht letztes Jahr. Ich habe mir eine Lidschattenpalette gekauft, die nicht tierversuchsfrei war, wo ich gesagt habe, ich gucke aber mal gebraucht. Weil gerade so etwas kann man sehr gut auch fast niegelnagelneu oder sogar unbenutzt gebraucht finden und unterstützt so die Firma nicht direkt. Und das finde ich ist eine tolle Alternative, wenn man sagt, ey, ich möchte aber nicht darauf verzichten oder es ist ein Produkt, wo man sagt, meine Haut braucht dieses Produkt nun mal aus verschiedensten Gründen, weil man einfach schwierige Haut hat als Beispiel. Wenn es in Richtung medizinische Sachen geht, auch wenn es vielleicht medizinisch irgendwie eine Creme ist, wo man sagt, es ist Kosmetik, aber eher geht es in die medizinische Richtung, da würde ich natürlich eine Ausnahme machen und das zählt für mich hier nicht rein. Das muss ich ganz, ganz klipp und klar sagen. Da sage ich dann, okay, man braucht das dann einfach und fertig. Knüpfen wir jetzt mal das Mikroplastik an. Ich kaufe kein Peeling mehr. Vieles Peeling hat Mikroplastik drin, da diese Mikroplastikpartikel diesen Peeling-Effekt auslösen, hervorrufen, wie auch immer, die sind für diesen Peeling-Effekt verantwortlich. Aber es gibt auch Dinge ohne das Ganze, zum Beispiel, wo man sagt, man nimmt noch eine Bürste, einen Schwamm oder ähnliches für die Haut und hat dann sozusagen nur etwas, was dann eben aufschäumt. Brauche ich nicht, geht auch mit Wasser, super gut, finde ich. Ich habe da mittlerweile so einen Cognac-Sponge und nehme aber auch manchmal ganz gerne einfach nur einen Waschlappen und rubbel mir ein bisschen übers Gesicht, ein bisschen kräftiger. Das geht auch super, super gut. Das sind so meine Alternativen und Wasser reicht vollkommen aus, habe ich festgestellt. Klamotten sind hübsch und können schön aussehen, genauso auch wie Schuhe. Aber ich kaufe nichts in dem Bereich, was unbequem ist. Ich habe es vielleicht auch noch nie wirklich gemacht, aber ich kann das auch nicht nachvollziehen, wenn Leute unbequeme Dinge kaufen. Wenn sie sagen, ich kann nicht mehr laufen, weil meine Schuhe unbequem sind. Gut, ein paar unbequeme Schuhe habe ich auch. Die waren am Anfang bequem, sind sie auch, wenn ich kurze Strecken damit laufe. Das sind hohe Stiefel, gefütterte, aber auf Dauer bin ich furchtbar darin gelaufen, wenn ich lange unterwegs war. Natürlich habe ich immer mal wieder auch Schuhe, wo ich sage, ey, da kriege ich hier an der Seite mal eine Blase. Ich habe auch Sandalen, die ich seit Jahren nachkaufe und immer mal wieder immer mal wieder verursachen die Riemchen, weil es sind so Riemchensandalen, einfach eine Blase und dann muss ich eine Zeit lang auf andere Schuhe umsteigen. Ist dann auch kein Drama. Aber generell liebe ich diese Schuhe und das ist dann, hat nichts mit unbequem zu tun. Aber sonst würde ich etwas, was unbequem ist, nicht kaufen oder tragen oder eben halt auch sofort wieder aussortieren. Weil das lohnt sich nicht, den ganzen Tag an irgendwas rumzulaufen, gerade bei Klamotten, wo man sagt, das ist unbequem, weil dann fühlt man sich darin auch definitiv nicht wohl und das strahlt man aus. Ich kaufe keine Tampons und Binden. Ich habe Binden nie wirklich gekauft und gemocht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ganz besonders nicht, weil die durch die Plastikschicht, diese Klebeplastikschicht, einfach auch nicht atmungsaktiv sind und dementsprechend, das wurde mir auch schon in der Schule beigebracht, in der 4. Klasse, sind die auf Dauer und auf lange Sicht nicht ganz so gesund. Und ja, ich mochte sie nicht, ich fand sie jetzt nicht schön. Wer aber gerne Binden theoretisch mag, der kann auf Periodenunterwäsche oder auf Stoffbinden umsteigen, habe ich auch mal versucht, war dann auch nicht so meins, zumindest die Stoffbinden habe ich ausprobiert.
Andererseits war ich immer der Mensch, der Tampons benutzt hat, bin dann auf eine Menstruationstasse umgestiegen und muss sagen, es ist für mich super gut. Ich komme damit sehr klar. Ich hatte zwei verschiedene, aber von derselben Marke und ich finde sie toll und das ist so meins. Ich habe keinen Müll mehr, den ich produziere. Es ist am einfachsten und am simpelsten und ich muss auch keine Angst haben, dass ich irgendwie was nicht dabei habe, weil die muss nur einmal ausgeleert werden, wenn man unterwegs dann doch mal merkt, dass mal wieder Zeit ist und das war's halt auch. 10.000 verschiedene Tassen im Prinzip. Menstruationstassen gibt es nicht nur von einer Firma und auch nicht nur in einer Form. Jeder Mensch ist anders und dementsprechend ist auch für jeden eine andere Menstruationstasse geeignet. Das Ding ist nämlich, einige sagen, ey, das ist nicht meins, haben aber erst eine ausprobiert. Probier dich da vielleicht sonst ein bisschen durch, wenn du sagst, es ist eigentlich nicht so meins und trau dich da mal ran. Als Tipp, es gibt auch noch eine Webseite Tassenfinder. Ich verlinke die sehr, sehr gerne mal für euch. Kann ich sehr empfehlen. Ich habe die selber nie genutzt, weil ich einfach auf gut Glück gekauft habe und Glück hatte. Ich mag sie immer noch. Ich habe zwei Stück, nämlich einmal habe ich den kleiner gekauft und danach einen größer, weil ich gemerkt habe, die kleinere habe ich Angst, dass sie verschwindet und dass ich sie nicht wieder kriege sozusagen, weil die zu klein war. Und ich merke jetzt auch, dass sie von der Größe her überhaupt nicht passen würde bei mir. Jedenfalls, das so ein Ding. Der Tassenfinder kann dir helfen, die perfekte und richtige Tasse für dich zu finden von der richtigen Firma, die eben genau die Passform hat, die für dich und deinen Körperbau geeignet ist. Was ich nicht mehr kaufe, aber ab und an noch benutze, ist Nagellack. Ich habe sehr, sehr viel Nagellack und nicht besonders wenig und dementsprechend habe ich mich entschieden, nee, Nagellack kaufe ich nicht mehr. Das Einzige, was ich noch nachkaufe, ist Unterlack, damit mir meine Nägel nicht einfärben und den Überlack, damit er ein bisschen länger hält und schöner aussieht, der Nagellack. Das war's aber auch und ansonsten werde ich mich mit den Farben zufrieden geben. Nein, zufrieden geben klingt jetzt falsch. Ansonsten werde ich erstmal einfach die Farben benutzen, die ich habe und ich habe ja mehr als genug Farben. Was sind so Dinge, die ihr nicht mehr kauft? Würde mich mal sehr interessieren. Wenn ihr noch mehr Dinge wissen wollt, die ich nicht mehr kaufe oder auch zum Teil noch nie gekauft habe, dann schaut doch gerne mal in dem letzten Video vorbei, was ich zu dem Thema gemacht habe. Und ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und dann sehen wir uns sehr, sehr gerne im nächsten Video. Tschüss!